herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! ehrlich, hören wir eigentlich noch bei nachrichten über anschläge im irak richtig zu oder sind sie für uns schon so alltäglich geworden wie der wetterbericht? und das ist ja das erschütternde, nämlich ihre normalität. erst monatliche und jährliche betrachtungen machen uns das ganze ausmaß voll bewusst beinahe tausend opfer im september circa fünftausend im jahr zweitausenddreizehn bisher. wir wären in diesem haus gut beraten aus den ursachen der gewalt lehren zu ziehen statt banale verurteilungen zu produzieren. unbedachte militäreingriffe wo immer auch können regionen so nachhaltig destabilisieren dass ein vollkommenes chaos ausbricht. der entschluss zu einem militärischen engagement muss mit deutlich mehr bedacht zu den möglichen auswirkungen getroffen werden und damit meine ich nicht nur den ölpreis. lassen sie uns diese lehre für die zukunft ziehen denn weitere sogenannte us siege gegen schurkenstaaten können wir uns wirklich nicht mehr leisten.